Salut und willkommen bei Speedy Swiss Gaming. Heute gibt es eine neue Folge Project Cars 2. Und zwar probiere ich heute mit dem McLaren ein bisschen zu driften. Das ist die der 570S. Das ist in der Road C-Klasse eingeteilt. Ah nein, Entschuldigung, 720S. Road A mit 720 PS auf 1,4 Tonnen Gewicht. Von 0 auf 100 in 2,8 Sekunden. Das sind ja 0 bis 60 Meilen. Und 340 Spitzen, also sehr geil. Und natürlich noch ein Heckantrieb, das Ganze. Ich fahre hier auf Brno. So in meine Driftstrecke, nur 2 Runden. Ohne Gegner und starte mal direkt los. Ich habe vorher schon eine Testrunde gedreht und habe gemerkt, Leistung ist viel zu viel vorhanden, längstens genug. Und da übertue ich mich manchmal noch ein bisschen. Und dann dreht es mich näher im Kreis. Aber ich hoffe, da hier ich habe ein paar schöne Drifts ziehen. Die werden jetzt schon hier. Können wir auch raus ein bisschen Sound hören. Begrenzt ist nicht so schön, aber gerade in den unteren Dreizahlen dünkt es mich der Sound sehr schön. So, tu da schnell noch Rückspiegel einstellen. Und dann geht's los. Ihr seht hier im dritten Gang immer noch die Reifen, die durchdrehen. Ich habe jetzt fest über die Vorderachse weggeschoben. Aber wie gesagt, probiere ich zum Teil ein bisschen vorsichtig zu sein, weil es mir ist dann einfach. Weil mir ist das Heck überholt, dann, wenn ich zu fest in die Kurve gehe. Weil sobald man im Drift ist, darf man nicht mehr als 50% Gas geben, sage ich jetzt mal. Sonst 13 völlig weg. Oh. Ja, da hat man es schon gesehen. Da nehme ich über da. Und dann hat mich die überholt. Macht definitiv Laune, das Fahrzeug. Es ist doch eine Herausforderung, hier jetzt klar zu kommen mit dem. Ah. Wow! Das ist jetzt unerwartet gekommen. Und jetzt. Ah. So. Es ist wirklich schwierig, den Scheiterpunkt zu erreichen, wo man die Lenkung wieder auftun muss. So, jetzt haben wir auch mal langsam warme Reifen hinter. Ich hoffe, es qualmt das noch etwas mehr hinter raus, damit wir hier in der Wiederholung. Vielleicht noch ein cooles Foto machen können oder so. Ja, das war schon ein bisschen fest gesehen. Geht noch. Wow. Sogar im vierten Gang kommt das Ding noch quer. So, dass man vielleicht hier ein bisschen mehr drin. Ja, aber nicht zu fest. Vorsichtig. Jawohl! Nein, nicht noch abfliegen! Nicht noch abfliegen! Ja, das hat sicher geil ausgesehen.
Und sobald man merkt, man ist zu schnell, muss man am Gas und dann rutscht man so oder so nur noch fort. Das sieht echt herrlich aus. Wir fahren hier etwa um 5 Uhr am Nachmittag. Habe ich glaube ich eingestellt. Bei leicht bewölktem Wetter. Das Ding geht wirklich abartig ab. Hier haben wir jetzt nur 240 drauf. Auf dieser kurzen, geraden Strecke. Da bin ich jetzt gleich ein bisschen steil drin, aber ja, das ist es. Dann fliegen wir wieder ab. Ich finde es für übrigens auch noch cool, da hier wieder Hunger aus. Macht auch riesen Spass, das Ding über den Track zu heizen. Ich habe jetzt hier 2 Minuten 41 die Runde. Sind natürlich jetzt nicht immer so schön in der Kurve gekommen. Wie gesagt, da fehlt mir einfach noch ein bisschen Übung für das. Ich tue jetzt da noch Wiederholung aufnehmen, respektive können wir doch da ganz schnell reinschauen. Anfangs die zweite Runde, muss ich da schnell vorspulen, die erste Runde. Ein bisschen mühsam, kann man da nicht direkt vor switchen. Jetzt hier in der gespulten Wiederholung sieht es natürlich nicht so gut aus. Da sind wir abgeflogen. So, jetzt sind wir da auch schon am Ende der Strecke. Da kann man natürlich schon super Fotos machen mit dieser Drohnenkamera. Wunderbar kann man das führen, könnt da noch zoomen, was auch immer. Wir gehen aber da jetzt noch ein bisschen weiter in der Wiederholung. So. Und zwar jetzt da, der Drift hier ist glaube ich recht gut gekommen. Nicht ganz mögen durchziehen. Aber wenn wir jetzt da noch ein bisschen zurückgehen. Ein bisschen schneller. So, vielleicht etwa auf diese Höhe, dann können wir da reinzoomen. Das ist übrigens etwas speziell, wenn ihr da reinzoomt, verschwindet der Rauch. Das ist etwas mühsam. So, dann können wir da den Fokus noch richtig einstellen. Das rausnehmen.
Dann tue ich da wieder den Kontrast noch ein bisschen auf. Das gibt dem Ganzen noch ein bisschen die Farbe noch ein bisschen mehr. Also ja, Kontrast mehr. Sorry. Genau, machen wir mal ein Foto. Da haben wir schon ein Thumbnail. Und dann zeige ich jetzt da noch ein bisschen aus der Wiederholung. Und dann wirst du das eigentlich gesehen für die Folge. Und dann sieht man sich bei der nächsten Folge Project Cars 2. Hier seht ihr noch Links zu anderen Videos auf meinem Kanal. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischauen würdet. Auf Speedy Swiss Gaming. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.